Welcher Anbieter ist besser als Netflix? Das sage ich dir gleich nach dem Intro. Netflix ist einfach ein cooler und beliebter Streaming-Anbieter. Warum? Weil er für jeden was im Angebot hat. Von Hollywood-Filmen über Live-Action-Serien zu Anime. Man kann das Konto auch leicht im Haushalt teilen. Somit holt sich einer ein Netflix-Abo und alle sind glücklich. Denn für jeden ist eben was dabei. Doch bei Netflix gibt es natürlich auch Probleme. Viele Titel verschwinden regelmäßig aus dem Katalog. Und irgendwann hat man gefühlt alles durch. Deswegen fragt man sich, gibt es Alternativen zu Netflix? Und ja, die gibt es. Wenn man natürlich sich nur auf Anime fokussiert, ist die Antwort leicht. Crunchyroll und Wakanim. Die gehören ja nun beide zu Sony. Wenn sie also bald zusammen einen Anbieter aufmachen, wird der noch begehrter. Es gibt jedoch ein großes Problem, denn dort wird es wohl nur Anime geben. Was ist aber, wenn du dein Abo auch gerne teilen willst? Besonders mit Leuten, die eben nicht Anime schauen. Welcher Anbieter ist also wirklich eine Alternative zu Netflix? Das wäre Prime. Für 8 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr hast du eine große Auswahl an Filmen und Serien, nicht nur Animes. Und natürlich bietet Prime noch weitere Vorteile. Kostenloser und schneller Versand von Amazon zum Beispiel. Und man kann seinen Lieblingsstreamer auf Twitch kostenlos unterstützen. Denn man kriegt pro Monat ein Abo gratis. Zwinker, zwinker. In letzter Zeit gibt Prime auch ordentlich Gas und holt sich viele Anime. Davon will ich dir die neuesten mal vorstellen. Legen wir mal los mit Black Bullet. Und ja, das ist einfach eine coole Action-Serie. 13 Episoden, da kann man eigentlich nichts falsch machen mit. Worum geht es? Es geht um unsere beiden Protagonisten, die halt zusammen ein Duo aufmachen und halt dann gegen Monster kämpfen. Ja, so einfach ist es schon. Ist eine coole Serie. Ist eine ganz nice Serie. Da kann man eigentlich wirklich nicht viel mit falsch machen. Gibt es jetzt mit deutscher Synchro bei Prime. Wird jetzt auch nicht alles ausreißen. Also da wünschen sich natürlich viele eine zweite Staffel. Das Coole bei der Serie ist auch, dass es mal wirklich einen ziemlich nicen Bösewicht gibt. Also mit Maske und sowas mag ich eigentlich ziemlich gerne. Sollte man mal reinschauen. Black Bullet. Auf jeden Fall eine coole Serie. Machen wir weiter mit Charlotte. Und ja, das ist schon fast ein Klassiker. Die meisten haben ihn hoffentlich schon gesehen. Ist ja sehr beliebt. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte es jetzt spätestens machen. Gibt es jetzt bei Prime. Worum geht es? Es geht um unseren Protagonisten, der hat eine besondere Fähigkeit und zwar kann er andere immer für eine kurze Zeit übernehmen. Und damit schummelt er natürlich in der Schule zum Beispiel und macht andere lustige Dinge und das wird irgendwann dann halt auch entdeckt. Und deswegen kommt er jetzt in eine Schule eben für solche besonderen Menschen. Und dann wird es auch nach einer gewissen Zeit schnell dramatisch und ja, ziemlich emotional. Also das ist auch wirklich so eine Serie, die ist schon ganz schön heftig teilweise. Also ja, wer darauf Bock hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Charlotte gibt es jetzt bei Prime. Kommt übrigens auch von den Angel Beats Machern, also geht so in so eine ähnliche Richtung. Wer also den mag, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Klassiker. Und ja, das ist so ein Klassiker, den haben schon viele vergessen. So nach dem Motto. Deswegen sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist eine coole Kombination aus Action und Mystery, was ich eigentlich immer sehr gerne mag. Worum geht es? Der Anime spielt in Tokio und Tokio wird durch eine riesige Mauer geteilt. Hashtag DDR. Und auf der einen Seite gibt es Contractors, also so Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Auf der anderen Seite halt das normale Tokio. Und diese Contractors kommen jetzt halt über die Mauer oder halt schon vorher, kommen jetzt in Tokio rein, in das andere Tokio. Und ja, die töten dann Menschen, werden dann eher als Auftragskiller von der normalen Bevölkerung wahrgenommen und deswegen hat es natürlich auch die Polizei auf sie abgesehen. Aber unser Protagonist ist auch ein Contractor und wir erfahren so ein bisschen, was hat es mit den Contractern auf sich, was hat es mit dieser Mauer auf sich. Ist eigentlich wirklich cool, ist wie gesagt eine schöne Action-Mystery-Serie. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. 24 Episoden gibt es jetzt bei Prime. Machen wir weiter mit wieder was ganz anderem und zwar Demon King Daimao. Und das ist klar auch eine Action-Serie, aber eher edgy und deutlich lustiger. Also wer darauf Bock hat, sollte mal reinschauen. Worum geht es? Unser Protagonist will eigentlich Erzbischof werden, geht dann an so eine Magierschule, wo er das dann halt werden will. Aber ja, da gibt es dann so einen Vogel, der die Zukunft voraussagt. Also was man halt dann wird. Und unser Protagonist wird nicht Erzbischof oder sowas, sondern er wird der neue Dämonenlord. Und das ist natürlich für ihn nicht nur problematisch, sondern auch für alle anderen, die so ein bisschen einen Schock bekommen. Und ja, da geht es dann los und es gibt ganz viel Chaos. Ist eine ganz nette Serie, hat so ein bisschen aber auch die Community gespalten. Also manche mögen sie, vielleicht kennen sie auch von damals so ein bisschen nostalgiemäßig. Andere finden sie eher nicht so doof, weil es wirklich auch ein Klischeefest ist. Ja, muss jeder halt selbst da reinschauen. Ich mag auch das Charakterdesign zum Beispiel nicht. Also das ist natürlich extrem subjektiv. Das muss dann jeder selbst beurteilen. Demon King Daimao gibt es jetzt bei Prime. Machen wir weiter mit Fate Zero, einem der wohl besten Action-Dramen, die es so gibt. Und ich werde hier immer wieder gefragt, wo soll ich mit Fate anfangen? Die Reihe ist ja riesig, oh mein Gott. Und ja, Fate Zero ist eigentlich ein super
Oper anfangen. Danach Fate Unlimited Blade Works und danach die Filmreihe Fate Heaven's Feel und danach kann man nochmal fragen, weil dann ist es wirklich offen. Also dann kann man in ganz viele Bereiche gehen. Fate Grand Order zum Beispiel bei Wakanim, das ist alles möglich. Aber ja, Fate Zero einfach fantastisch. Da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Worum geht es? Es geht mal wieder um den Heiligen Gral und der kann einem einen Wunsch erfüllen. Und ja, den wollen natürlich alle haben, also entsteht darum ein Krieg und nicht die Leute, die den Gral haben wollen, die kämpfen darum, sondern sie beschwören Helden oder andere Figuren aus der Vergangenheit. Und ja, das führt dann halt zum richtig großen Krieg und das Coole ist auch, der kommt vom Demon Slayer Studio. Das heißt, die Animationen, die Kämpfe sehen halt auch fantastisch aus. Deswegen, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Fate Zero, richtig schöne Serie. Ist auch ein bisschen erwachsener, die Charaktere sind auch alle meistens älter. Mag ich sehr gerne, sollte man sich geben. Machen wir weiter mit Fui und das ist wieder was ganz anderes und zwar eine Sportserie. Und ja, wer halt Bock hat mal wieder auf so eine Sportserie, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es geht halt um Schwimmen. Und da stehen halt zwei Freunde im Fokus. Der eine geht es eher so ein bisschen locker an, der genießt es halt eher zu schwimmen, so ein bisschen zu baden eher und der andere ist halt wirklich aufs Wettbewerbsschwimmen fokussiert und die kämpfen dann halt jetzt gegeneinander, wer ist der Schnellste. Ist ganz nett, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, hat schon sehr viele Staffeln bekommen, aber es gibt ein kleines Problem bei Amazon. Und zwar habe ich nämlich geguckt und habe so gesucht und da stand dann, ja, ein Universe-Abo braucht man da. Aber das stimmt halt nicht. Es ist nämlich so, die Serie gibt es bei Universe, aber auch bei Prime im Abo. Und man braucht ja ein Prime-Abo, um überhaupt ein Universe-Abo abschließen zu können. Also das ist zum Beispiel ein wirklich großer Nachteil von Prime, diese Unübersichtlichkeit mit diesen mehreren Anbietern, wo man dann nicht weiß, okay, ist die Serie jetzt da komplett oder ist die Serie jetzt da? Das ist so ein bisschen nervig. Da schaut auf jeden Fall euch die App an. Die ist da in der Hinsicht deutlich besser, weil man da nicht so leicht sich verwirren kann, als wenn man jetzt auf die Internetseite geht, also wo man dann auch meistens das Shopping macht. Also holt euch lieber die Prime-App, ist da in der Hinsicht besser. Denn Fui gibt es auf jeden Fall Staffel 1 und 2 im normalen Prime-Abo und du brauchst nicht ein Universe-Abo dafür. Machen wir weiter mit Grand Blue Fantasy, der Animation. Und ja, das ist einfach eine coole Fantasy-Serie. Adaptiert ja ein Videospiel, aber das merkt man gar nicht im negativen Sinne. Sondern es ist wirklich in der Hinsicht positiv, weil man in so eine schöne Fantasy-Welt mit schwebenden Inseln und sowas reingeführt wird. Mag ich sehr gerne. Also sollte man sich auf jeden Fall reinschauen. Worum geht es? Es geht um ein Mädel, was vom Himmel fällt, was vom bösen Militär verfolgt wird und unser Protagonist, der rettet sie halt und geht jetzt mit ihr auf eine große Reise. So nach dem Motto, flüchtet vor dem bösen Militär. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ist auf jeden Fall ganz nice, auch super animiert. Sollte man sich anschauen. Staffel 1 gibt es jetzt bei Prime. Staffel 2 gibt es aktuell erstmal nur bei Wakanim. Machen wir damit Magic Kaito 1412 und ja, wer Detective Conan gesehen hat, weiß, um welchen Charakter es hier geht. Natürlich um Kaito Kid, einen Dieb, aber auch Magier. Und ja, ich mag ja Kaito Kid sehr gerne. Ist ja mein Lieblingscharakter aus Detective Conan, aber die Serie fand ich irgendwie nicht so dolle, weil da wird auch nicht alles so richtig erklärt. Also da gibt es dann auch, glaube ich, so Magier, Hexer und sowas. Also das wirkt irgendwie so ein bisschen komisch. Das passt halt nicht zum Detective Conan-Universum, wo halt irgendwie alles erklärt werden wird. Deswegen, also irgendwie war ich jetzt nicht so begeistert. Manche finden sie dagegen super. Also deswegen, das ist wieder so eine typische Serie. Da sollte jeder selber reinschauen. Man muss auch nicht Detective Conan irgendwie vorher gesehen haben. Also der Charakter ist relativ selbsterklärend. Der wird auch am Anfang einem nochmal erklärt. Conan selber tritt auch gar nicht groß in der Serie auf. Also da braucht man keine Angst haben, dass man da irgendwie gespoilert wird oder sowas. Schaut euch einfach mal die Serie an. Macht euch ein eigenes Bild. Magic Kaito 1412 gibt es jetzt bei Prime. Machen wir weiter mit Rosario plus Vampire Staffel 2 und ja, die gibt es jetzt auch bei Prime. Wir waren ja zuerst so ein bisschen, oh mein Gott, nur Staffel 1, Prime, was macht ihr denn da wieder? Holt euch auch Staffel 2. Jetzt haben sie es auch gemacht. Ist auf jeden Fall nice. Ist schon fast ein Klassiker. Ist sehr bekannt hier die Serie. Worum geht es? Geht um unseren Protagonisten. Der kommt an eine Schule für Dämonen. Und ja, er ist aber ein normaler Mensch und das führt natürlich zu vielen Problemen. Er steht bei vielen Dämonen oder bei vielen Monstern dann halt auf der Speisekarte und er wird dann auch von ganz vielen Mädels umzingelt. Ist natürlich eine Harem-Serie, Harem-Edgy-mäßig. Hat auch wieder die Community so ein bisschen gespalten. Manche mögen sie, ist natürlich, glaube ich, auch viel Nostalgie damit verbunden. Die mögen dann auch das Charakterdesign. Andere sind nicht so begeistert, gerade die den Manga gelesen haben. Der Manga soll da deutlich, deutlich besser sein, in eine ganz andere Richtung gehen. Ja, muss man selber reinschauen. Rosario plus Vampire gibt es jetzt komplett bei Prime. Machen wir weiter mit der Airstrike War. Und das ist theoretisch A Chivalry of a Failed Knight. Nur nochmal, kam auch damals zur gleichen Zeit heraus. Also wer jetzt wen kopiert hat, ist am Ende des Tages sowieso egal. Aber das war schon ziemlich lustig, als wirklich zur gleichen Zeit diese beiden Serien rausgekommen sind. Denn es ist wirklich ziemlich ähnlich. Also unser Protagonist kommt an eine Magierschule und da sieht er gleich ein Mädchen, was sich umzieht. Die wird natürlich wütend, fordert ihn zu einem Duell heraus. Sie kämpfen gegeneinander und dann schließen sie sich für ein Turnier zusammen, um dann halt gemeinsam in diesem Turnier zu kämpfen. Theoretisch Chivalry of a Failed Knight nur nochmal. Das Coole ist aber, hier gibt es schon zwei Staffeln. Chivalry of a Failed Knight, ob der jemals eine zweite Staffel bekommt, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, Asterix War hat
schon 2 Staffeln erhalten. Gibt es jetzt bei Prime. Kann man auf jeden Fall reinschauen. Und kommen wir dann nun zu The Testament of Sister No Devil. Und ja, das ist was für alle Highschool DD-Fans. Denn es ist so eine typische Action-Edgy-Halleluja-Serie. Worum geht es? Es geht um unseren Protagonisten, der einfach mal 2 neue Schwestern bekommt, aber stellt sich halt heraus, dass diese Dämonen sind. Oder beziehungsweise der neue Teufel. Dass das natürlich dann zu Problemen führt, weil unser Protagonist kommt vom Heldenclan, wurde da zwar rausgeschmissen, aber lebt jetzt trotzdem mit diesen beiden zusammen. Und das führt zu vielen Kämpfen, zu vielen Edgy-Szenen. Wer auf jeden Fall eine der heftigsten Edgy-Anime sehen will, sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Wer jetzt nichts mit Edgy anfangen kann, auf gar keinen Fall. Also da kann man nicht irgendwie mal kurz ein Auge zu machen, wie bei Mushoroku Tensei oder sowas, wo es 1-2 kontroverse Szenen gibt, sondern hier ist das halt einfach das volle Programm. Deswegen, also Testament of Sister No Devil auf jeden Fall für Edgy-Fans zu empfehlen. Es gibt jedoch auch 2 Nachteile von Prime. So sind die meisten Anime nur in einer Sprachausgabe vorhanden. Also entweder auf Japanisch mit Untertiteln oder mit Synchro. Das ist echt schade, denn bei Netflix kann man meist auswählen. Außerdem werden manche Anime blöd aufgeteilt. Den Anfang gibt es auf Prime, für den Rest brauchst du ein Zusatzabo von Aniverse oder Animax. Wenn ich zu den beiden auch mal ein Video machen soll, dann lass es mich gerne wissen. Achte also immer darauf, ob auch alle Folgen verfügbar sind. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Streaming-Anbieter benutzt du? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!